Waren wir so, und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9 und Zusatzpunkt 5, die Beratung der Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der AfD mit dem Titel Voraussetzungen und Folgen der sogenannten sozialökologischen Transformation sowie die Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Unsere Wirtschaft, unser Mittelstand, keine kalten Enteignungen im Namen der sogenannten sozialökologischen Transformation. Für die Aussprache sind 68 Minuten vorgesehen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Enrico Komning für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, gut, dass Sie heute dabei sind, finde ich wirklich toll. Und meine Damen und Herren Kollegen, die sogenannte sozialökologische Transformation soll nach den Vorstellungen der Bundesregierung in eine sogenannte sozialökologische Marktwirtschaft münden. Mit Ihren grünen Leitmärkten geben Sie vor, was produziert wird. Mit Klimaschutzverträgen geben Sie vor, wie produziert wird. Das, meine Damen und Herren, hat mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun, umso mehr mit neosozialistischer Planwirtschaft. Die praktischen Folgen kriegen Deutschland und seine Bürger derzeit am eigenen Leib zu spüren. Das Ausplündern der Menschen, Deindustrialisierung, und sie feiern sich für die Reduzierung der CO2-Emissionen. Ernsthaft, ich meine, ihre nachhaltige Abwrackpolitik ist nämlich dafür verantwortlich und sonst nichts. Wie wenig Sie mit Wissen, mit ökonomischem Sachverstand in der Bundesregierung am Hut haben, wie sehr Sie im Nebel stochern, sieht man an den Antworten zu unserer Großen Anfrage, die wir hier heute debattieren. Es ist, meine Damen und Herren, ein Armutszeugnis. Ein Beispiel. Auf die Frage, wie Sie sich denn die Rahmenbedingungen der sogenannten sozial-ökologischen Marktwirtschaft konkret von denen der klassischen sozialen Marktwirtschaft unterscheiden, antworten Sie, und ich darf zitieren mit Erlaubnis der Präsidentin, die Bundesregierung führt keine Auseinandersetzung mit abstrakten Konzeptionen, ob und inwieweit dadurch Unterschiede zu Rahmenbedingungen einzelner theoretischer wirtschaftspolitischer Konzeptionen entstehen. Zum Mitschreiben, meine Damen und Herren, die Bundesregierung will die deutsche Wirtschaftsordnung ändern, setzt sich aber offenbar nicht damit auseinander, was diese Wirtschaftsordnung eigentlich ausmacht. Oder der Bundeswirtschaftsminister schreibt in seinem Jahreswirtschaftsberichten, und ich darf nochmals zitieren, der Weg zur Klimaneutralität ist eine unbedingte Voraussetzung für Freiheit. Wir haben da mal nachgefragt, und Sie, Ihr Ministerium, Herr Minister, sagen, ich zitiere, die Freiheit muss heute durch Klimamaßnahmen eingeschränkt werden, um die globale Erwärmung zu begrenzen. Ja, was denn nun, Freiheit oder Einschränkung der Freiheit? Meine Damen und Herren, diese Große Anfrage wird geprägt durch Nichtbeantwortung der wesentlichen Fragestellungen. Die Antworten, die kommen, sind Ausdruck von blanker Unwissenheit, von Ignoranz gegenüber der Opposition und Arroganz gegenüber dem Souverän, dem Volk. Ich hoffe, dass Sie da oben, Sie auf den Tribünen und Sie vor den Bildschirmen, sich diese Anfrage mal zu Gemüte führen. Sie ist unter der Drucksachennummer 20/9192 im Internet zu finden. Und glauben Sie mir, die Lektüre wird Sie fassungslos zurücklassen. Die Freiheit der Menschen wird durch diese Regierung akut bedroht. Dagegen müssen wir uns wehren. Nicht, dass der Guru der Grünen, Klaus Schwab, der Gründer des hochgelobten Weltwirtschaftsforums, der Vordenker des Great Resets, am Ende recht behält mit seiner Orwellschen Prognose, ihr werdet nichts mehr besitzen, aber ihr werdet glücklich sein. Die mutwillige Erhöhung der Energiepreise, das Heizungsgesetz, das sind kalte Enteignungen. Eigentum, meine Damen und Herren,
Eigentum ist aber die Grundlage von Freiheit. Deshalb unser flankierender Antrag, um Privateigentum zu schützen, um unsere marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung zu schützen, um unser aller Freiheit zu schützen. Vielen Dank. Sebastian Rohloff hat das Wort für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben gerade gehört, die Lektüre der Anfrage würde fassungslos machen. Das kann ich bestätigen. Das liegt aber nicht an den Antworten, die die Kolleginnen und Kollegen im BMWK leider geben mussten, weil sie dazu arbeitsrechtlich verpflichtet sind, sondern schon am Titel und an den tendenziösen, schlecht begründeten und schlecht sortierten Fragen. Also damit die Verwaltung zu beschäftigen, ist schon eine besondere Form von Humor. Und ehrlicherweise hatte ich nach den ersten Seiten schon keine Lust mehr, zumal die Antragsteller sich nicht zu schade waren, die aktuelle Politik der Bundesregierung mit Mao Zedong in China der 50er und 60er zu vergleichen. Also andere Leute müssen für Theater Eintritt bezahlen. Wir dürfen sowas lesen. Aber es macht einen wirklich fassungslos und wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Wenn wir uns die wirtschaftliche Situation angucken, ist die Inflationsrate in diesem Februar mit 2,5% so niedrig wie seit Juni 2021 nicht mehr. Die Teuerung, insbesondere bei Nahrungsmitteln, und wir wissen, dass das ein besonders prekärer Bereich ist, mit 0,9% besonders niedrig, sind erste gute Zeichen. Und mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf werden wir auch dank steigender Löhne und Einkommen, einer stabilen Arbeitsmarktentwicklung weiterhin, man kann es nicht oft genug sagen, so viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland wie noch nie aktuell, zunehmende Impulse in der Außenwirtschaft und eine spürbare konjunkturelle Belegung mit einer weiteren Stabilisation der Lage rechnen. Und auch die weltweite Konjunktur und der Außenhandel stabilisieren sich, was für uns als Exportnation besonders wichtig ist. Das ist erfreulich, das muss man zur Kenntnis nehmen, aber man muss mit der Situation auch umgehen. Der SPD-Parteivorstand hat sich umfassend mit der wirtschaftlichen Situation befasst und am Wochenende einen 10-Punkte-Plan beschlossen, wie wir der aufkeimenden Konjunktur noch mal mehr Speed verleihen wollen und weiter anschieben wollen, zum Beispiel mit dem Ausbau der Energienetze, größerer staatlicher Beteiligung, das muss alles schneller gehen, weitere Investitionen in die wirtschaftliche Stärke unseres Landes, Straßen, Schulen, Netze, Verwaltung, Wohnungen und konkrete weitere Konjunkturimpulse über die Entlastung für Geringverdiener, über eine Stärkung der Tarifbindung und natürlich auch über die Stabilisierung der Renten. Und wir als AG Wirtschaft sind dabei, das noch weiter zu konkretisieren, freuen uns da auf die konkreten Diskussionen in der Ampel und wir glauben, dass wir damit verbessern hatten Abschreibungsmöglichkeiten, Investitionsprämien, Dämpfungsmaßnahmen für Energiekosten, selbstverständlich auch weiter Bürokratieabbau, wir besprechen es öfter, aber auch einer guten Vergaberechtsnovelle oder auch Kapitalmarktzugang für verbesserten Kapitalmarktzugang für Unternehmen, Schritte in die richtige Richtung einnehmen können und die Nachfrage weiter anregen können. Und ich kann fast eine Serie daraus machen. Ich kann Ihnen jede Woche jemand präsentieren, der nicht verdächtig ist, dem Sozialismus nahe zu stehen, aber für neue Schuldenregeln plädiert. In dem Fall der ehemalige Global Chief Ratings Officer der Ratingagentur S&P, Moritz Krämer zum Beispiel, der in einem Gastbeitrag des Handelsblatts gesagt hat und also ausdrücklich klargestellt hat, dass der Mythos, wenn wir die Schuldenbremse aufweichen, reformieren oder abschaffen würden, wäre das deutsche AAA-Rating in Gefahr und die Zinsen würden steigen, eine klare Absage erteilt hat. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Und klar ist auch, dass wir nicht alles mit Geld klären können und dass die Mobilisierung von Geld in der jetzigen Situation nicht das einzige Rezept ist. Klar ist aber auch, dass die Stärken unseres Landes, die Struktur, die Infrastruktur, industrielle Fragen, die energieintensive Industrie, aber auch Pharmathemen, Qualifizierung, wissenschaftliche Exzellenz durchaus mit mehr Geld, mit mehr Investitionen und mit mehr Binnennachfrage unterstützt werden müssen. Und diesen Weg werden wir in der Ampel weitergehen. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Diskussion. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Klaus Wiener für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das war wirklich eine ganz große Anfrage, die die AfD zur sozialökologischen Transformation hier gestellt hat. In 80 Fragen einmal um die Welt sozusagen. Kein Thema wurde ausgelassen. Ökodesign, Treibhausgas, intensive Exporte, subventionsspezifische Leitlinien oder der unbereinigte Verdienstabstand, um nur ein paar zu nennen. Einen roten Faden für die Einordnung der derzeit ja wirklich großen wirtschaftlichen Probleme gab es aber leider nicht. Was auch nicht wirklich verwundert, wenn man bedenkt, wohin uns die AfD mit dem Austritt aus der EU und dem Austritt aus dem Euro oder der Abschaffung des Euros führen will. Dessen ungeachtet hat die Bundesregierung bei der Beantwortung der Fragen, ja, die hat sich ordentlich ins Zeug gelegt, seitenweise Antworten, aber leider auch hier ohne wirklich etwas zu sagen. Vielleicht nur ein Beispiel von vielen auf die Frage, wie hoch die Bundesregierung den finanziellen Förderbedarf für die Transformation einschätzt. Das ist ja durchaus eine relevante Frage. Kommt die lapidare Antwort, das hängt vom CO2-Preis ab. Naja, eine besonders tiefe Erkenntnis ist das nicht, wie ich finde. Dabei ist das Thema in der Tat von großer Bedeutung. Es geht um den von der Ampel geplanten Umbau der gesamten Wirtschaft und, wenn Sie mich fragen, auch um das, was am Ende davon übrig bleibt. Zunächst will ich aber auch einmal deutlich sagen, wo wir als Union in der Frage der sozialökologischen Transformation stehen. Meine Damen und Herren, wie keine andere Partei nehmen wir alles drei in den Blick und denken die Themen Soziales, Nachhaltigkeit und Marktwirtschaft gemeinsam. Die soziale Marktwirtschaft haben wir begründet. Das muss man gar nicht groß erläutern hier. Der große wirtschaftliche Erfolg der letzten Jahrzehnte, die hohen sozialen Standards in unserem Land, die erst damit möglich wurden, all das ist vor allem unserem konsequenten Eintreten für dieses Marktmodell geschuldet. Und auch beim Thema Nachhaltigkeit sind wir weit besser, als Sie hier immer versuchen darzustellen. Warum? Weil wir schon immer auf die richtigen Instrumente gesetzt haben. Also auf Emissionshandel und Marktkräfte statt auf Heizungsgesetz oder Förderchaos. Sie loben sich ja jetzt immer selbst und sagen, der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion hat 50% erreicht. Zuletzt hat das Staatssekretär Kellner an dieser Stelle auch noch mal gesagt vor einer Woche. Aber, meine Damen und Herren, Sie sind doch nicht bei Null gestartet. Schon 2020 waren wir bei 47%, also von wegen von 0 auf 50 in zwei Jahren. Allerdings will ich auch eines deutlich machen. Die Elemente Wirtschaft, Soziales und Nachhaltigkeit stehen nicht nebeneinander. Das Fundament ist die Wirtschaft. Nur wenn die stark ist, können wir die Säulen Soziales und Nachhaltigkeit auch bezahlen. Leider zeigen viele Antworten in der großen Anfrage der Bundesregierung, dass sie das nicht so sieht. An etlichen Stellen wird im Papier sehr deutlich, dass sie bereit sind, Wohlfahrtsverluste in Kauf zu nehmen. Ich will das an zwei Beispielen mal deutlich machen, an zwei Beispielen von vielen. Die Fragesteller wollen unter anderem wissen, wie hoch die Wohlfahrtsverluste aufgrund der Transformation ausfallen könnten. Ihre lapidare Antwort, eine Quantifizierung möglicher Verluste, ist der Bundesregierung nicht möglich. Also, liebe Kollegen von der Ampel, ein etwas höheres Ambitionsniveau in so wichtigen Fragen wäre schon angebracht. Ein zweites Beispiel. Auf die Frage, ob Deutschland im Bereich grüner Technologien zum, ich zitiere, Ausrüster der Welt werden kann, so wie der Kanzler das mit seinen Erzählungen vom grünen Wirtschaftswunder ja hofft, da antworten Sie wieder lapidar, wir sind davon überzeugt, dass Deutschland zu einem weltweiten Ausrüster werden kann. Kein Wort davon, ob wir mit Blick auf die wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen überhaupt eine Chance haben, solche Massengüter zu produzieren. Die aktuellen Vorgänge in der Solarindustrie sollten Ihnen hier ein warnendes Beispiel sein. Aber wenn Sie schon so im Trüben fischen, schauen wir doch mal, wo Sie uns in gut zwei Jahren Transformation hinmanövriert haben. Bei den ausländischen Direktinvestitionen haben wir mittlerweile jedes Jahr Rekordfehlbeträge. Woran liegt das? Weil deutsche und ausländische Firmen ihren Kurs mittlerweile mit großer Skepsis sehen und weil sie ständig mit neuen Bürokratieauflagen belastet werden, von wegen Bürokratieabbau. Beim Wachstum sieht es ebenfalls äußerst bescheiden aus. Kontraktion in voraussichtlich zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Dieses Jahr werden wir nämlich wahrscheinlich auch wieder eine Rezession sehen. Das hatten wir in zwei Jahrzehnten nicht. Die Produktionsrückgänge in der Industrie erklären übrigens auch, warum sie ihre Klimaziele im letzten Jahr eingehalten haben.
Und was die Inflation angeht, wundere ich mich immer wieder, wie unkritisch Sie die aktuellen Zahlen sehen. Das hat ja gerade auch Herr Rohloff hier noch mal zum Besten gegeben. Ja, die Inflationszahlen sind zurückgekommen, vor allem weil die Energiepreise weltweit deutlich gefallen sind. Aber das ist doch nicht Ihr Verdienst, dass die Energiepreise zurückgehen. Ausschlaggebend sind die geringe globale Nachfrage und der milde Winter. Und dafür können Sie ganz bestimmt nichts. Zudem, das allgemeine Preisniveau ist immer noch hoch. Sie haben von 0,9% Inflation bei den Nahrungsmitteln gesprochen. Aber gehen Sie doch mal in einen Laden, kaufen Sie da mal ein, dann werden Sie sehen, dass die Preise immer noch hoch sind. Inflation misst nämlich nicht das Niveau, Inflation misst die Veränderung. Das müsste man hier vielleicht auch mal so langsam verstehen. Also, um es kurz zu machen, seitdem diese Bundesregierung am Ruder ist, geht es wirtschaftlich steil bergab. Und in den Antworten auf die Fragen kann ich auch nicht erkennen, dass sich das absehbar ändern wird. Vielen Dank. Jetzt hat Katrin Henneberger das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie eine gewisse Gruppe hier im Parlament es schafft, komplett wissenschaftliche Erkenntnisse zu ignorieren und einfach nicht in dieser Welt zu leben, nicht in der Realität zu stehen. Das geht natürlich an Sie von der CDU mit Ihrer letzten Rede. Schauen Sie sich noch mal genauer die Zahlen an. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte: Es gibt im Wahlprogramm der AfD von 2019 einen Satz, ich zitiere, wir bezweifeln aus guten Gründen, dass der Mensch den jüngsten Klimawandel, insbesondere die gegenwärtige Erwärmung, maßgeblich beeinflusst hat oder gar steuern könnte. Wirklich, in welcher Welt? Als gäbe es nicht Tausende, Zehntausende von Natur- und Klimawissenschaftlerinnen, die in den letzten Jahrzehnten genau daran gearbeitet haben. Als gäbe es nicht den Bericht des Weltklimarates und als gäbe es nicht bereits die grausamen Auswirkungen der Klimakrise, die extremen Wetterereignisse, die Zerstörung von Lebensexistenzen. Es geht um das Menschengemachte. Dann lesen Sie doch einmal den Weltklimareport durch. Es gibt auch Kurzzusammenfassungen für Politikerinnen, das kann ich Ihnen gerne ans Herz lesen. Danach wissen Sie dann noch etwas mehr. Und ganz ehrlich, haben Sie auf den vielen Einzeldienstreisen, die Sie in den Ländern des globalen Südens unternommen haben in den letzten Jahren, haben Sie da nichts gelernt? Haben Sie nicht erkannt, welche grausamen Auswirkungen die Klimakrise dort schon zu spüren sind? Vielleicht wollte da auch niemand mit Ihnen reden, das kann ich sogar sehr gut verstehen. Denn eines erstaunt mich nicht, Faschisten haben keine Empathie für das Leid anderer Menschen. Ein Beispiel. Letztes Wochenende ist der Klimarisikobericht der Europäischen Umweltagentur veröffentlicht worden. Aufgrund von verstärkten Hitzewellen droht in Europa 100.000 Menschen der Tod. Das betrifft besonders Menschen in Risikogruppen, Schwangere als auch alte Menschen. Die Klimakrise zu leugnen bedeutet, das Leid von Menschen zu leugnen und den Zusammenbruch von Gesellschaft und Wirtschaft wissentlich mitzutragen und zu unterstützen. Und deshalb ist meine es Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte, Frau Kollegin, meine Damen und Herren von der AfD, Zwischenrufe sind völlig in Ordnung. Wenn es aber zu einem Dauer-Zwischenrufteppich wird, kann auch das Protokoll gar nicht mehr aufnehmen, was Sie zwischenrufen wollen. Insofern schlage ich Ihnen vor, ein bisschen Ruhe in die Debatte und ein bisschen Anstand für die Debatte. Und Frau Henneberger, Sie haben das Wort. Da scheine ich wohl einen Nerv getroffen zu haben. Aber aufgrund der Klimakrise ist es wichtig, dass wir unsere Wirtschaft umbauen, sodass sie eben nicht mehr abhängig ist von dem Verbrennen von Fossilen, von Öl, Gas und Kohle. Und wie die Zahlen des Umweltbundesamtes von Freitag belegen, machen sich die Kraftanstrengungen bemerkbar. Werden Erneuerbare immer stärker ausgebaut und über Ostern werden wir Kohlekraftwerksblöcke im Rheinland als auch in der Lausitz abschalten können. Und das ist ein großer Verdienst aller Menschen hier im Parlament, in der Regierung, außerhalb in der Zivilgesellschaft vor Ort, die sich dafür eingesetzt haben, dass ein schneller Kohleausstieg gelingen kann. Vielen Dank. Was mir allerdings noch große Sorge bereitet, ist der Verkehrssektor, und darum geht es ja in Ihrem Antrag.
Allerdings geht der Antrag auch wieder komplett an der Realität vorbei. Und ich muss sagen, der Antrag liest sich auch ein wenig so wie das Gewimmere von toxischer Männlichkeit bei der Erkenntnis, dass ihr Status in der Gesellschaft nicht mehr von der Dicke ihrer Autos bestimmt wird. Und ich möchte damit enden, meiner Solidarität auszusprechen an all jene Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs, die in den letzten Monaten und Wochen gestreikt haben. Ihr seid das Herz der Mobilitätswende und ihr haltet das Land jeden Tag am Laufen. Vielen Dank, wir stehen an eurer Seite. Ich will darauf hinweisen, dass ich mir das Protokoll nachher ansehen werde in Bezug auf Ihre Zwischenrufe. Sollten die diffamierend gegenüber der Kollegin gewesen sein, dann werde ich entsprechendes hier vornehmen. Und Frau Kollegin Henneberger, ich würde Ihnen vorschlagen, noch kurz Ihr Handy abzuholen, bevor ich den Kollegen. Ach, das ist Herrn Stockmeier schon. Alles klar, Entschuldigung. Dann hat der Kollege Stockmeier das Wort für die FDP-Fraktion. Das konnte ich nicht ahnen, dass es hierher fliegt. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben es einmal mehr mit einem Antrag begleitend zur Großen Anfrage der AfD-Fraktion zu tun, den ich wieder als Deckmantelantrag bezeichnen würde. Denn Sie gerieren sich hier als große Anwälte der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Aber der Deckmantel ist schlecht gewebt. An einer Stelle, auf die ich später zu kommen werde, ist er sogar erschreckend löchrig. Zum einen ist es mal so, Sie fordern in diesem Antrag an einer ganz bestimmten Stelle, die Bundesregierung möge das Projekt der ökologischen Transformation in diesem Lande beenden. Ich weiß nicht, ob Sie es nicht mitgekriegt haben. Wir leben in diesem Lande nicht in einer Planwirtschaft. Wir Freie Demokraten machen uns dafür stark, dass dieses Land zukunftsfit wird, weil es die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Landes wollen. Übrigens auch gerade in der Energieversorgung, wo es Bürgergenossenschaften sind, wo es Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die eines gelernt haben, dass sie sich in der Energieversorgung nie wieder von diktatorischen Mächten abhängig machen wollen, die unsere Freiheit bekämpfen. Sie rekurrieren in Ihrem Antrag auf fossile und alte Formen der Kernenergie und sind so geschichtsvergessen, dabei völlig außen vor zu lassen, dass es genau diese Energieformen sind, die immer wieder mit massiven Eingriffen in Freiheitsrechte, in Eigentumsrechte einhergegangen sind. Also wenn Sie auf die Geschichte abstellen, dann studieren Sie sie bitte sorgfältiger. Kollege Dr. Wiener von der Union, an Sie richte ich die Bitte, in Ihren Wirtschaftsabstiegsfantasien, die Sie diesem Land unterstellen, wirklich nicht rhetorisch in Wässern zu fischen, die Sie, die die CDU-CSU-Fraktion nicht stärken werden, sondern nur die Seite des Hauses, die weiter rechts steht. Und wenn Sie der Bundesregierung zu viel Bürokratismus vorwerfen, kann ich nur sagen, Gruß nach Brüssel. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen trägt ihr Parteibuch. Das werden wir in der Europawahl auch betonen. Wo ist der Deckmantel löchrig? Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der AfD, Sie rekurrieren auch noch darauf, dass die russische Wirtschaft unter Sanktionen leidet und so stark wächst. Ja, sie wächst, weil ein Kriegstreiber dort am Werk ist. Ihr Antrag, der durchweht, ein diktatorischer und asozialer Geist. Mit Freiheit hat es nichts zu tun, und deswegen werden wir ihn ablehnen. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Malte Kaufmann für die AfD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürger! Unsere Unternehmen verzweifeln an dem, was die Bundesregierung mit ihrer sogenannten sozial-ökologischen Transformation seit Jahren anrichtet.
Grün-rote Ideologen unterscheiden hierbei in gute und böse Unternehmen. Die wenigen Guten dürfen bleiben, die vielen vermeintlich Bösen werden transformiert. Und zwar in der Realität, zu einem großen Teil entweder durch Transformation von Deutschland ins Ausland oder Transformation ins Aus. Ein paar Beispiele für Transformation ins Ausland aus den Meldungen der letzten Wochen. Miele, Verlagerung von bis zu 2.700 Arbeitsplätzen ins Ausland. Michelin, 1.500 Arbeitsplätze ins Ausland. ZF, jede dritte Stelle ins Ausland, zum Beispiel Serbien, betrifft rund 6.000 Arbeitsplätze. Bosch, 1.500 Arbeitsplätze im Bereich Wärmepumpen in Polen statt in Deutschland. Und. Die Liste wird länger und länger jeden Tag. Oder Transformation gleich ins Aus, wie ein Blick in die Insolvenzstatistik zeigt. Ein Anstieg im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat von 26%. Und immer wenn wir das ansprechen, auch im Wirtschaftsausschuss, wird das geflissentlich ignoriert, dass die Insolvenzwelle da ist und so hoch wie viele Jahre nicht mehr. Rot-Grün will einfach nicht verstehen, dass die Wirtschaft Planungssicherheit braucht, günstige Kosten und vor allem Freiheit, um Wohlstand zu erwirtschaften. Wohlstand, der dann auch zum sozialen Frieden und zum sozialen Zusammenhalt unseres Landes beiträgt. Das war das deutsche Erfolgsmodell des Ludwig Erhard und seit Ludwig Erhard. Er war ein Meister der Marktwirtschaft. Robert Habeck, Herr Wirtschaftsminister, Sie sind der König Planwirtschaft. So jedenfalls hat sie die Wirtschaftswoche treffend bezeichnet. Die Ampel verschließt die Augen vor den Folgen ihres Tuns. Diese Folgen werden aber dramatisch sein. Ganz aktueller Artikel in der Welt, ein Interview mit dem Wirtschaftsprofessor Schnabel. Da sagt er, diese angestrebte Transformation, über die wir jetzt sprechen, gerade, macht ihm so wörtlich Angst, weil sie die Marktwirtschaft und damit den Wohlstand unterwandert. Er sagt klipp und klar, diese grüne Transformation kann kein Wirtschaftswunder schaffen, sondern ist vielmehr eine wichtige Ursache für den wirtschaftlichen Abstieg, weil sie unsere einst liberale Wirtschaftsordnung aushöhlt. Meine Damen und Herren, diese grüne Ideologie kostet uns unseren Wohlstand. Deswegen brauchen wir eine wirtschaftspolitische Wende, und zwar sofort. Die AfD steht bereit dazu. Vielen herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat Bengt Berg das Wort. Moin, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Die AfD will uns mal wieder Wirtschaft erklären, uns Öl und Gas schmackhaft machen und Klimaleugner Unsinn verbreiten. In Ihrem Antrag kämpfen Sie gegen eine soziale und ökologische Energiewende. Sozial sind Sie ohnehin nicht, da komme ich aber gleich drauf zurück. Was die Energiewende angeht, hier kann man mit Ihnen ja gar keinen Konsens finden, weil Sie ja die Grundlagen leugnen. Aus Ihrer Sicht braucht es gar keine Energiewende, weil es ja keinen menschengemachten Klimawandel gibt. Damit widersprechen Sie der Wissenschaft, also Zahlen und Fakten. Aber kommen wir mal zu Ihrem Grundsatzprogramm. Da schreiben Sie, ich zitiere, das Klima wandelt sich, solange die Erde existiert. Seit die Erde eine Atmosphäre hat, gibt es Kalt- und Warmzeiten. Wir leben heute in einer Warmzeit. Klimaveränderung gab es schon, das stimmt. Aber die heutige Erwärmungsphase ist menschengemacht und läuft so schnell ab, dass wir uns Klimaleugnen nicht leisten können. Weiter heißt es im Grundsatzprogramm, ich zitiere, seit Ende der 90er Jahre gibt es jedoch im Widerspruch zu den IPCC-Prognosen keinen weiteren Anstieg, obwohl in diesem Zeitraum eine CO2-Emission sogar stärker gestiegen ist als jemals. Im Widerspruch zu den Prognosen. Alle Prognosen sind eingetreten, das ist ja das Schlimme. 2018, 19, 20, 22 und 23 waren nacheinander die wärmsten Jahre in Deutschland seit 1881. Jede Schülerin und jeder Schüler weiß mehr vom Klimawandel als Sie. Und das ist wirklich bitter. Wahrscheinlich kennen Sie die Fakten sogar und trotzdem lügen Sie, dass sich die Balken biegen. Das Beispiel Großbritannien hat gezeigt, was die Konsequenz solcher Lügenkampagnen ist. Der Brexit, der von Schauergeschichten von der bösen EU begleitet wurde, hat die Bürger dort allein im letzten Jahr 140 Milliarden Pfund gekostet. 140 Milliarden. Fakten leugnen ist nicht patriotisch. Das ist ein Verrat am eigenen Land und seinen Menschen. Und das ist die Enteignung, von der Sie in Ihren Antrag faseln. Da liegt sie nämlich wirklich, meine Damen und Herren.
Die Wissenschaft hat also festgestellt, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt und dass er dramatisch ist. Und interessanterweise haben sogar ihre rechten Freunde in Europa das kapiert. Die Fidesz in Ungarn, die dänische Volkspartei, die ÖVP, die polnische PiS, sogar die Partei von Marine Le Pen in Frankreich, selbst die haben in der EU für Klimaschutzpakete gestimmt. Selbst beim Klimaschutz sind sie so weit außerhalb der Realität, dass die anderen Rechten für sie ja fast schon linke Ökos sein müssen. Und das ist wirklich bitter. Da kommen wir mal zur Antitransformationsstory, die Sie immer erzählen. Sie sagen ja im Grunde Folgendes: keine Windenergie, keine Solarenergie, stattdessen Öl und Gas und Atome. Mal abgesehen davon, dass das natürlich Ihren Kumpel Wladimir Putin freuen würde, weil all diese Rohstoffe aus Russland kommen, würde es unserer Wirtschaft massiv schaden. 400.000 Menschen in Deutschland arbeiten im Bereich der Erneuerbaren. Weitere Hunderttausende Arbeitsplätze hängen indirekt daran. Der Ausbau der Erneuerbaren schafft weitere Arbeitsplätze, es ist also eine Investition in die Zukunft. Und auch, dass angeblich die Erneuerbaren die Preise steigern, ist natürlich Quatsch. Ist auch logisch, je mehr erneuerbare Anlagen im System sind, desto seltener müssen fossile Kraftwerke ins Netz. Gas und Kohle müssen wir teuer einkaufen, Wind und Sonne nicht. Soweit so logisch. Natürlich müssen wir aber soweit erstmal Geld in die Hand nehmen für Stromnetzausbau, Speicherausbau und alles andere. Und das machen wir ja auch. Eine Transformation ohne Kosten wird es nicht geben. Aber die Kosten ohne Transformation sind umso größer. Und das ist wiederum die Enteignung, die Sie hier leugnen, meine Damen und Herren. Dazu ist erneuerbare Energie mittlerweile der Standortfaktor. Und zwar nicht als nice to have, als kleines tolles Ding, sondern als verpflichtende Voraussetzung für Ansiedlungen. Und das Spannende daran ist, dass ausgerechnet der ländliche Raum im Osten enorme Vorteile hat, weil dort Erneuerbare stehen und dort Innovation möglich ist. Bestes Beispiel ist Anhalt Zerbst aus Sachsen-Anhalt. Erneuerbare Erzeugung von 100 MW aus Wind, aus Sonne, aus Bioenergie auf dem alten Russenflughafen, der bebaut wurde. Die AfD hat gegen die Windräder protestiert, die AfD hat gegen den Solarpark protestiert und jetzt kommt da sogar eine Wasserstoffproduktion hin und synthetische Biomethanproduktion. Dieser Energiepark finanziert eine Begegnungsstätte und diverse kommunale Projekte und macht auch noch den Chemiepark Dessau fit für die Zukunft. Übrigens, gegen die haben sie auch protestiert, weil dort Impfstoffe hergestellt werden. Alles in allem knapp 2.500 Mitarbeitende. Sie arbeiten gegen ihre eigenen Wähler. Ist Ihnen das überhaupt bewusst? Das ist echt widerwärtig. Wenn wir jetzt nicht handeln, werden vor allem jahrelang vernachlässigte Regionen leiden. Unter Hitze, unter Dürre, unter Starkregen, unter Arbeitslosigkeit, kurz gesagt unter Ihnen. Dieser Antrag ist eine Beleidigung für die Wissenschaft und nebenbei wollen Sie die Reichen immer reicher machen, weil Sie Ihre Erbschaftssteuer für Reiche abschaffen wollen. Und das ist wirklich ekelhaft. Danke. Die Kollegin Anne König hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, da ist sie also wieder, die alte Debatte zwischen AfD und der Ampel. Die einen wollen null Veränderungen und am liebsten zurück ins 20. Jahrhundert. Die Ampel hingegen hat 2021 den sozialökologischen Strukturbruch ausgerufen. Unter diesem Motto werden seither mittels Feinsteuerung aus dem Wirtschaftsministerium planwirtschaftliche Vorstellungen für die Menschen im Land weiter vorangetrieben. Technologieoffenheit und Vertrauen in den Markt ist hier Fehlanzeige. Das großspurig angekündigte Wirtschaftswunder des Bundeskanzlers ist so leider auch ausgeblieben. Im Gegenteil. Wir fallen weiter zurück. Die Weltwirtschaft darf sich laut Internationalem Währungsfonds auf ein Wachstum von 3,1% für das Jahr 2024 freuen. Deutschland liegt weit darunter. Die Ampel musste ihre Wachstumsprognose von 1,3% auf 0,2% absenken. Deutschland ist damit das Schlusslicht in Europa in puncto Wirtschaftswachstum. Nicht nur die Wirtschaftsverbände, sondern auch Gewerkschaften wie die IG Metall kritisieren mittlerweile die schleichende Deindustrialisierung Deutschlands. Es ist kein Wunder, dass so keine positive Stimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern aufkommt, wenn sie an die Zukunft dieses Landes und damit an ihre eigene Zukunft denken. Gerade junge Menschen haben regelrecht Angst. Sie glauben nicht mehr, dass die Regierungspolitik den riesigen Herausforderungen der Zukunft überhaupt noch gerecht wird. Und wer will den jungen Menschen dies auch verdenken? Anders als die amtierende Ampelregierung stehen wir als Union nicht für eine Politik der Angst und der Weltuntergangsstimmung, sondern für eine Politik des Anpackens und der Zuversicht. Wir leben in einer der größten Volkswirtschaften der Welt. Wir sind ein weltweit führender Hochtechnologie- und Forschungsstandort. Wir haben in der Vergangenheit mit Forschergeist und Innovation so manche technische Hürde genommen. Alles, was wir brauchen, um die Zukunft zu meistern, liegt in unseren Händen. Man muss sie nur richtig einsetzen können.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn diese Ampelkoalition für sich in Anspruch nimmt, sie stehe für eine soziale Politik, dann klingt das für immer mehr Menschen in unserer Republik nach blankem Hohn. Denn diese Politik ist das Gegenteil von sozial. Sie fordert Menschen zur Sparsamkeit und Verzicht auf, die mit ihrem Einkommen gar nicht die Wahl haben, ob sie noch klimafreundlicher leben wollen. Sie schraubt die Belastungen für alle ständig weiter hoch, statt hierzulande endlich echte Anreize für Konjunktur und Wachstum zu setzen. Das sind nur zwei Beispiele, warum die Wirtschafts- und Klimapolitik der Ampelkoalition in Sackgassen mündet. Ihre Politik sorgt damit für die Verlagerung von Produktion und Arbeitsplätzen ins Ausland, dorthin, wo dann weniger geträumt und mehr gemacht wird. Verehrte Kolleginnen und Kollegen der Ampel, Sie täten gut daran, drei Wahrheiten anzuerkennen. Erstens, die Menschen in diesem Land sind nicht unendlich belastbar. Es ist kein Wunder, dass die Überforderung der Bürgerinnen und Bürger längst nicht nur das Debattenklima im Land, sondern auch das Weltklima gefährdet. Denn die Menschen gehen beim Thema Klimaschutz von der Fahne, wenn die Ampelregierung sie weiter überfordert und überrumpelt. Das Gebäudeenergiegesetz hat das zuletzt anschaulich bewiesen. Zweitens. Diese Ampelregierung hat großspurig gezielte Entlastungen wie ein Klimageld versprochen. Dafür fehlt Ihnen nicht nur das Geld, sondern auch das Konzept. Und ich bin mir sicher, wenn Sie eines hätten, dann wäre das wohl das nächste Bürokratiemonster dieser Bundesregierung. Wie wäre es denn, wenn Sie im Hochsteuerland den hart arbeitenden Menschen ein wenig mehr netto vom Brutto belassen, indem Sie wenigstens die Einkommenssteuerkurve ein Stück nach rechts verschieben? Fangen Sie endlich damit an, sich auch einmal um die Leistungsträger zu kümmern, die dieses Land zusammenhalten. Und drittens, schalten Sie beim Thema Klimaschutz endlich um von Ideologie auf Wirklichkeit. Sie müssen wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand als zentrale Resilienzfaktoren begreifen, um den Auswirkungen des Klimawandels und Extremwetterereignissen etwas Wirksames entgegenzusetzen. Sie müssen mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Die Themen effiziente Energiesysteme, Speichertechnologie, synthetische Kraftstoffe, Kernkraft und Kernfusion sind noch lange nicht ausgereizt. All das tut die Ampelregierung nicht. Sie verordnen unseren Unternehmen und unseren Kindern stattdessen eine Extradosis German Angst. Das, verehrte Kollegen und Kolleginnen der Ampel, ist ein Wachstumsprogramm für die, die hier ganz am rechten Rand sitzen. Hören Sie endlich auf mit Ihrer Politik des Strukturbruchs und schaffen Sie endlich einen Strukturwandel, der die Menschen mitnimmt. Das Wort hat Felix Banatschak für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will ganz offen zu Ihnen sein. Mir geht es nicht in den Kopf, dass es das Geschäftsmodell einer Fraktion, aber auch vieler anderer in diesem Land ist, Unwahrheiten über den menschengemachten Klimawandel, die Klimakrise zu erzählen. Denn auch diese Menschen, so schwer das für uns vorstellbar ist, haben ja eventuell Fortpflanzungen hinter sich oder noch vor. Und auch deren Kinder werden ja von den Überschwemmungen, von den Erhitzungen, von den Hitzetoten, die wir erleben, werden auch betroffen sein. Und dass man das trotzdem zum Geschäftsmodell machen kann, ist ja deshalb so verrückt, weil es ja nicht nur deren Kinder sind, die unter ihren Eltern leiden, sondern unser aller Kinder und Enkelkinder, wenn diese Politik umgesetzt würde. Deswegen ist das für uns alle ein politischer Auftrag, dass das niemals passieren wird. Und der Antrag, ich muss ja fast sagen, der sogenannte Antrag dieser sogenannten Alternative strotzt ja davor, immer wieder von einer sogenannten sozialökologischen Transformation zu sprechen. Also wenn dies das Ergebnis einer sogenannten parlamentarischen Arbeit ist, die eigentlich nur darauf ausgerichtet ist, hier YouTube- und TikTok-Videos zu produzieren, ja, dann wundere ich mich nicht, dass da überhaupt nichts bei rauskommt. Und vielleicht liegt es auch daran, wenn man sich die Reden von rechtsextremen Mitarbeitern schreiben lässt, dann ist kein Wunder, dass am Ende auch rechtsextremer Mist dabei herauskommt. Und deswegen, Frau König, wäre es mir, hören Sie zu, deswegen wäre es mir sehr unangenehm, wenn ich als demokratische Opposition
einen solchen Antrag als Vorlage hätte, und dann zu Beginn direkt in einem Satz quasi gleichsetzend Faschisten und eine Ampelregierung für alles Unheil in dieser Welt verantwortlich gemacht hätte, wie Sie es getan haben. Und die ganze Rede spicken mit einer Rhetorik, von der ich Ihnen einfach nur sagen kann, sägen Sie nicht an dem Ast, auf dem auch Sie als Demokratinnen und Demokraten in diesem Land sitzen. Denken Sie daran, dass genauso schnell wie aus Danke Merkel, Danke Ampel wurde, es auch wieder zu Ihnen zurückfeuern kann, wenn Sie eventuell wieder Regierungsverantwortung in diesem Land tragen. Aber vor der Regierungsfähigkeit liegt die Oppositionsfähigkeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Und Herr Wiener, Sie haben ja am Anfang gesagt, keine Partei würde Soziales, Wirtschaft und Nachhaltigkeit so gut zusammenbringen wie Sie. Ich wäre ja glücklich, wenn es so wäre. Sie haben gesagt, nicht die Ampel hätte dafür gesorgt, dass wir so einen milderen Winter gehabt hätten. Stimmt, das waren Sie. Das waren Sie mit der Politik über Jahrzehnte, die dafür gesorgt hat, dass wir mittlerweile so schön milde Winter haben, weil wir einfach die heißesten Winter seit Jahrzehnten Jahr um Jahr haben. Es ist das Ergebnis Ihrer Politik, dass die Klimakrise auch in Deutschland schon sichtbar geworden ist. Wenn Sie doch so gut wären in der Nachhaltigkeit, dann wäre das anders. Und das können Sie ja sogar. Das können Sie ja sogar an den Zahlen sehen. Sie haben sich letzte Woche mit einem Aspekt der Prognose oder der Projektion des Umweltbundesamts ja genau beschäftigt, nämlich warum ist denn eigentlich im letzten Jahr weniger CO2 verbraucht worden? Und Sie führen das monokausal auf wirtschaftliche Situation zurück. Nehmen Sie doch zur Kenntnis, dass das erste Mal das Umweltbundesamt in einer solchen Projektion sagt, es ist möglich, auch bei einer vollständigen Erholung der Wirtschaft und der Industrie in diesem Land die Klimaziele einzuhalten. Das ist der Unterschied zwischen den Zeiten, zu denen Sie Verantwortung hatten, und den Zeiten, in denen Robert Habeck im Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium endlich dafür sorgt, Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen. Davon können Sie noch einiges lernen. Der Kollege Karl-Julius Grunberg hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die AfD sieht in der sozial-ökologischen Transformation die Ursache für Deindustrialisierung Deutschlands und die unwiederbringliche Zerstörung ganzer Geschäftsmodelle gleich mit. Das entspricht der bekannten AfD-Taktik. Es wird verunsichert, man schürt Ängste, nicht um zu informieren, sondern um Frust und Pessimismus zu verbreiten. Ich will Ihnen etwas sagen. Wenn etwas dem Wirtschaftsstandort nachhaltig schadet, dann sind das Ihr ewiges Gemeckere und Ihr permanentes Schlechtreden des Standorts Deutschlands. Das schadet der Wirtschaft. Die Wirtschaft braucht das Gegenteil. Die Wirtschaft braucht das Gegenteil. Ohne Zuversicht und Optimismus kommen keine Investitionen mit verbesserten Abschreibungen, aber schon. Deshalb machen wir genau das mit dem Wachstumschancengesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Union. Geben Sie sich einen Ruck im Bundesrat und beenden Sie die Blockade dieses wichtigen Gesetzes. Die AfD befürchtet, die sozialökologische Transformation führt zu Produktionsverlagerungen ins Ausland, was sicher zu Produktionsverlagerungen ins Ausland führen würde, ist das Remigrationsprogramm der AfD, liebe Kolleginnen und Kollegen, und nicht die Transformation. Die AfD kritisiert die Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft. Ja, Stimmung und Lage haben Luft nach oben. Dafür gibt es Gründe. Chinas Schwächephase bremst die Asienexporte. Gestiegene Zinsen bremsen den Bau. Hohe Unternehmenssteuern bremsen Investitionen, langsame Genehmigungen auch. Fach- und Arbeitskräftemangel bremsen die ganze Wirtschaft. Überbordende Bürokratie erst recht. Soll ich weitermachen? Wenn für die AfD die Transformation alleinige Ursache für Wachstumsschwäche ist, dann offenbart das vor allem ihre mangelnde Problemlösungskompetenz in Fragen der Wirtschaftspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die AfD beklagt kalte Enteignung durch Inflation und droht mit Euro-Austritt. Sie alle, zurück zur D-Mark. Erinnern wir uns,
Seit der Euro-Einführung vor 22 Jahren lag die Inflation in Deutschland bei durchschnittlich 1,9%. Die D-Mark-Inflation in den 22 Jahren vor der Wiedervereinigung lag bei knapp 3,8%, also dem Doppelten. Nein, verehrte Kollegen von der AfD, Euro und Binnenmarkt sichern Wohlstand und Wachstum hier in Deutschland heute und auch morgen. Was heißt denn Transformation? Transformation heißt auch die Entwicklung grundlastfähiger Windenergieanlagen, finanziert von der Agentur für Sprunginnovationen, oder die 3 Milliarden Investitionen in KI von Microsoft im Rheinland ohne Subventionen, oder Startups wie Sunmax, die bei Dresden ohne Subventionen in innovative Photovoltaik investiert. Der Standort Deutschland wird nicht vom Schlechtreden stärker, sondern von guten Rahmenbedingungen, und die genau schaffen wir mit Bürokratieabbau, mit Genehmigungsbeschleunigung und mit Rekordinvestitionen in Infrastruktur. Der Arbeitgeberpräsident Nordrhein-Westfalen, Arndt Kirchhoff, hat kürzlich gewarnt, die AfD ist eine Gefahr für unsere wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Wenn es eines Beweises für diese Aussage bedurft hätte, die AfD hat es mit ihrem Antrag heute selbst geliefert. Das Wort hat Hans-Jürgen Dotz für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei der Vorstellung seiner Konjunkturprognose hat der Bundeswirtschaftsminister die wirtschaftliche Lage als dramatisch schlecht bezeichnet. Und ich bin froh, dass damit zumindest eine Erkenntnis gereift ist. Denn im vergangenen Jahr, wenn wir wirtschaftswissenschaftliche Prognosen erwähnt haben, dann wurde das noch als Schwarzmalerei bezeichnet. Vielleicht liegt es daran, dass die Brutalität der Fakten eine Schönfärberei heute nicht mehr hergibt. Denn in 2023 ist die deutsche Wirtschaft geschrumpft. Für 2024 haben wir ein Wachstum von 0,2% prognostiziert. Deutschland ist Schlusslicht beim Wachstum in der Eurozone. Wir sehen Abwanderung von Produktion, und auch die Innovationsquote ist laut Jahreswirtschaftsbericht rückläufig. Nach 2 Jahren Transformation wird mehr denn je deutlich, wir brauchen eine Wirtschaftswende. Stattdessen wird aber wie in einem volkswirtschaftlichen Pro-Seminar nach Ursachen gesucht und auf die Krisen in der Welt verwiesen, auf die Komplexität der Weltmärkte und der Lieferketten, auf geopolitische Herausforderungen. Dass andere Volkswirtschaften damit auch umgehen müssen und auch umgehen können, wird dabei absichtlich vergessen. Es passt schlicht nicht ins Bild eines erklärenden Wirtschaftsministers. Aber etwas anderes passt ins Bild und wird darum auch ständig wiederholt. Es läge an der Vergangenheit. Die wird sogar dann noch herangezogen, wenn man eigene Prognosen immer wieder nach unten korrigieren muss. Daran wird aber offensichtlich viele Probleme sind im wahrsten Sinne des Wortes hausgemacht. Und das größte Problem heißt wohl transformative Angebotspolitik, die nichts anderes bedeutet als eine staatlich gelenkte Angebotspolitik mit Milliardensubventionen und Detailregulierungen. Also eine Politik, in der es nicht darum geht, die Angebotspolitik für alle Unternehmen zu verbessern, sondern nur für bestimmte Branchen, Technologien und Unternehmen. An einer Politik, die sich anmaßt, die Märkte der Zukunft besser zu kennen als die Wirtschaft. Und deshalb ist dieses Konzept so falsch und führt in diese dramatisch schlechte Lage. Und wenn Produktion in Deutschland stillgelegt wird und ins Ausland abwandert, dann ist es nicht verwunderlich, wenn die CO2-Emissionen sinken. Das ist aber kein Erfolg. Mit einer Deindustrialisierung in Deutschland ist für den Klimaschutz in der Welt nichts erreicht. Als Union wollen wir klimaneutral werden und Industrieland bleiben. Dass dieser Ansatz funktioniert, haben wir unter Beweis gestellt. Zwischen 1990 und dem Jahr 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um mehr als das Doppelte gestiegen. In der gleichen Zeit sind die CO2-Emissionen um über 40% gesunken. Eine unionsgeführte Bundesregierung hat bewiesen, Wirtschaftswachstum und Klimaschutz geht zusammen.
Der Schlüssel für eine erfolgreiche CO2-Reduktion liegt aber nicht im Postwachstum oder in Schrumpfung, sondern in einem marktwirtschaftlichen Ansatz, nämlich im Emissionshandel. Das stützt auch die Wissenschaft. Ich zitiere beispielsweise den Ökonomen Professor Edenhöfer, der sagt, wir haben in Deutschland mit der sozialen Marktwirtschaft ein hervorragendes Instrument, um drei Probleme zu lösen. Erstens, sie schafft Innovationen. Sie sorgt zweitens für sozialen Ausgleich. Und drittens bietet sie die Möglichkeit, Wirtschaftswachstum von Emissionsausstoß zu entkoppeln. Das schafft man also nicht durch Verbote und Detailregulierung, sondern durch einen klaren Ordnungsrahmen, der Bürokratie abbaut und mehr Planungssicherheit gewährleistet. In der sozialen Marktwirtschaft geben wir Unternehmen, Forschern oder Ingenieuren die Freiheit, sich Lösungen auszudenken. Wir vertrauen auf den Mut und die Kreativität der Menschen. Und das Beste ist, sie können damit sogar Geld verdienen. Dann kann Klimaschutz für Deutschland sogar ein Wettbewerbsvorteil und Exportschlager werden. Vom Export hängt ein Drittel aller Arbeitsplätze in unserem Land direkt oder indirekt ab. Eine überragende Bedeutung hat dabei der EU-Binnenmarkt, der den Zugang zu einem Markt von über 450 Millionen Menschen schafft und somit Wachstum fördert. Zwischen 50 und 60% der deutschen Exporte gehen jährlich in den EU-Binnenmarkt. Europa ist der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Produkte und Dienstleistungen, und gerade klein- und mittelständische Unternehmen profitieren davon. Das möchte die AfD gar nicht. Sie forderte stattdessen in ihrem Bundestagswahlprogramm 2021 einen Austritt Deutschlands aus der EU. Auch im Zusammenhang mit der Europawahl ist aus ihren Reihen immer wieder vom Dexit zu hören. Und in ihrem heutigen Antrag schreiben sie von, ich zitiere, Androhung und gegebenenfalls Umsetzung eines Euro-Austritts. Allein dieses Beispiel zeigt, dass die Politik der AfD unsere Wirtschaft und vor allem unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen direkt in den Abgrund führt. Damit macht die AfD mit ihrem heutigen Antrag erneut klar, dass sie bereits an den Selbstverständlichkeiten der sozialen Marktwirtschaft scheitert. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion gebe ich jetzt das Wort dem Kollegen Dr. Holger Becker. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, seit Mitte des 20. Jahrhunderts orientiert sich unsere deutsche Wirtschaftspolitik an dem Modell der sozialen Marktwirtschaft. Sie ist essentieller Bestandteil unserer freiheitlichen, offenen und solidarischen Gesellschaft. Dabei gilt es, unsere wirtschaftliche Freiheit und den fairen Wettbewerb auf der einen Seite zu schützen und zugleich unseren Wohlstand und unsere soziale Sicherheit zu fördern. Um genau das zu tun und zu erhalten, muss unsere soziale Marktwirtschaft an die heutigen und die künftigen Gegebenheiten angepasst und weiterentwickelt werden. Wie immer in der Menschheitsgeschichte geht es also auch hier um Veränderung, Anpassung, Weiterentwicklung. Also alles, wovor die Kolleginnen und Kollegen der antragstellenden Fraktion gerne scheinbar schreiend weglaufen oder überfordert den Kopf in den Sand stecken. Und um Aktivität zu simulieren, haben sie der Bundesregierung 80 Fragen gestellt. Wenn man die Unterfragen noch mitrechnet, sind es sogar 184 Fragen, die, wenn man sie so zusammenfassen kann, dass die AfD weiterhin den menschengemachten Klimawandel leugnet und entsprechend jegliches Handeln, um Wirtschaft und Wohlstand zu sichern, für absurd hält, ablehnt oder rückgängig machen möchte. Bevor ich mich einigen negativen Glanzlichtern dieses Antrags widme, möchte ich noch einmal auch als Physiker meine Fassungslosigkeit darüber betonen, dass wir am 21. März 2024 immer noch über die Wahrhaftigkeit des menschgemachten Klimawandels debattieren sollten. Das ist völlig absurd. Denn anstatt sich darüber Gedanken zu machen, dass unsere Bundesregierung vielleicht nicht ausreichend mit den Risiken der sozial-ökologischen Transformation auseinandersetzt, sollte sich die antragstellende Fraktion lieber fragen, was die Folgen einer ausbleibenden Transformation wäre. Ihre Sorgen, wie Sie sie nennen, stützen Sie wie immer auf Halbwahrheiten und teilweise sehr fragwürdige Sekundärquellen.
Ein wichtiger Punkt Ihrer Argumentationskette ist zum Beispiel, dass Sie sagen, die Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände warnen vor der Deindustrialisierung Deutschlands. Dabei verschweigen Sie allerdings, dass in genau dem Artikel, den Sie zitieren, auch der DIW-Präsident zitiert wird, der sagt, die Angst vor der Deindustrialisierung sei ein Schreckensgespenst, um der Politik Geld aus den Rippen zu leiern. Zitat Ende. Weiterhin Zitat, denn Deutschland hat bisher nie einen Kostenvorteil bei Energie gehabt. Zitat Ende. Und genau das wollen wir mit unserer sozial-ökologischen Transformation ja ändern. Generell gilt, wir müssen unser Geschäftsmodell unserer Wirtschaft der geänderten globalen Situation anpassen. Verkürzt gesagt waren die Prämissen der vergangenen Jahrzehnte die folgenden. Erstens, Energie kommt in Form von Gas aus Russland, die Kosten der Verteidigung übernehmen die USA, der Rest der Welt öffnet bereitwillig die Märkte für deutsche Produkte und die Kosten für Klima und Umwelt werden ignoriert oder externalisiert. Als Unternehmer sage ich Ihnen, wer nicht in der Lage ist, sein Geschäft an geänderte Randbedingungen anzupassen und Innovationen zu implementieren, wird in nicht allzu langer Zeit einfach kein Geschäft mehr haben. Ich erinnere da an Namen wie Nokia oder Kodak oder Panem. Die Optimierung und Anpassung von Geschäftsmodellen ist ein zentraler Treiber von Innovationen in der Marktwirtschaft. Als Beispiel, in vielen Bereichen funktionieren althergebrachte Geschäftsmodelle nicht mehr. Schauen wir auf die ländlichen Räume. Kleine Geschäfte, Arztpraxen, Busunternehmen können eben gerade in ländlichen Räumen nicht mehr alleine marktgetrieben überleben. Hier kommen neue Ansätze wie gemeinwohlorientierte Unternehmen zum Tragen, um genau solche Probleme mit neuen Ideen zu lösen. Ich empfehle hier als Weiterbildungslektüre die nationale Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen der Bundesregierung oder wahlweise ein Gespräch mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschlands. Über die Bedeutung des EU-Binnenmarktes wurde hier schon ausgiebig geredet. Ich kann denen nur vollumfänglich zustimmen. Wir als Fortschrittskoalition wollen nicht, dass unsere Wirtschaft den Weg von Nokia oder Kodak geht. Mit den wirtschaftspolitischen Rezepten der antragstellenden Fraktion dagegen hätten wir noch nicht mal ein Tastenhandy. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete! Die Klimakrise ist da. Die Digitalisierung nimmt zu. Der demografische Wandel kommt. Damit müssen wir umgehen und dafür sorgen, dass es ein Wandel zum Besseren wird. Deswegen reden wir von sozial-ökologischer Transformation. Wenn wir wie die AfD den Kopf in den Sand stecken und nichts machen würden, würde das dazu führen, dass Arbeitsplätze wegfallen, weil unsere Wirtschaft dann nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird. Die Partei der Deindustrialisierung hat einen Namen, AfD. Denn wir verlieren nicht Jobs wegen der Transformation, sondern wir verlieren Jobs wegen nicht stattfindender Transformation. Das ist nämlich die Wahrheit. Ja, und auch durch den Strukturwandel werden Arbeitsplätze verloren gehen. Vor allem durch die Digitalisierung, aber auch durch den ökologischen Umbau. Zum Beispiel im Braunkohletagebau werden Arbeitsplätze wegfallen. Aber auf der anderen Seite werden durch und für die ökologische Transformation Hunderttausende neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist ein Jobmotor, die sozial-ökologische Transformation. Aber wir haben noch zusätzliche Herausforderungen, dadurch, dass bei den bestehenden Arbeitsplätzen neue Qualifikationen gebraucht werden. Um die Herausforderungen zu meistern und den Wandel gemeinsam gestalten zu können, brauchen wir aus meiner Sicht und aus sozialpolitischer und arbeitsmarktpolitischer Sicht vor allem drei Dinge. Herr Kollege, vor den drei Dingen möchten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion zulassen? Bitte schön. Erstens. Ökologie und Soziales müssen Hand in Hand gehen. Bestes Beispiel ist das Klimageld. Wir Grünen wollen, dass das noch diese Legislaturperiode kommt. Aber darüber hinaus ist insgesamt eine bessere soziale Absicherung notwendig. Wir brauchen eine bessere Arbeitslosenversicherung, um die Menschen bei Arbeitslosigkeit besser abzusichern. Und eine bessere Absicherung für Weiterbildungsphasen. Da hat uns die Koalition schon wichtige Schritte gegangen. Und wir brauchen eine Grundsicherung, die allen Lebenslagen vor Armut schützt. Der Europarat hat uns gerade aufgefordert, mehr gegen Armut und Ungleichheit zu machen. Das ist sehr richtig und auch wichtig für die ökologische Transformation. Zweitens. Wegen des demografischen Wandels sinkt das Erwerbspersonenpotenzial. Deswegen brauchen wir einerseits Zuwanderung und in Deutschland eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung.
Da gibt es in Deutschland vor allem bei Frauen und bei Älteren noch Luft nach oben. Deswegen ist es unter anderem wichtig, bestehende Fehlanreize bei der Erwerbstätigkeit von Frauen abzubauen. Denn Frauen wollen häufig mehr arbeiten, und dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Drittens. Wir brauchen mehr Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitslosen, aber auch von Erwerbstätigen. Die Koalition hat da schon einiges gemacht. Einführung eines Weiterbildungsgeldes für Arbeitslose, Verbesserung der Förderung für Weiterbildung für Erwerbstätige und die Einführung des Qualifizierungsgeldes, mit dem insbesondere kleine und mittlere Unternehmen besser im ökologischen Wandel unterstützt werden. Die Veränderungen finden statt: Digitalisierung, Demografie, Klimakrise. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen nichts und werden verändert mit teils katastrophalen ökonomischen, ökologischen und sozialen Folgen, oder wir verändern selber und gestalten den Wandel hin zu einer besseren Zukunft. Vielen Dank. Für die Gruppe Die Linke hat Dr. Gesine Lütsch das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, wir erleben gerade eine gesellschaftliche Transformation, aber die ist weder sozial noch solidarisch. Der Europarat hat aktuell festgestellt, ich zitiere, das hohe Maß an sozialer Ausgrenzung stehe hierzulande in keinem Verhältnis zum Reichtum. Also, wer Armut bekämpfen will, muss Reichtum begrenzen. Wir müssen endlich die Krisengewinne gerecht besteuern, meine Damen und Herren. Doch dazu ist diese Bundesregierung bisher nicht bereit. Ich sage Ihnen, Sie dürfen keine Koalition der Vermögensverwalter sein. Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Der Europarat beklagt auch die hohe Kinderarmut in unserem Land. Darum sagen wir weniger Geld für die Rüstung, mehr Geld für die Kinder. Und wir sagen Ihnen auch deutlich, eine Nullrunde beim Kindergeld lehnen wir entschieden ab. Und wir brauchen endlich eine Kindergrundsicherung, die diesen Namen auch verdient, meine Damen und Herren. Und da ich gerade beim Europarat bin, er verweist auch auf den dramatischen Mangel an bezahlbaren Wohnungen in unserem Land. Er fordert den Eingriff des Staates in den Wohnungsmarkt. Wir Linken wollen die Enteignung großer Wohnungskonzerne, so wie es die Berlinerinnen und Berliner fast 70% eindrucksvoll in einer Volksabstimmung gefordert haben. Und ich sage Ihnen, es ist eine Schande, dass CDU und SPD in Berlin diese demokratische Abstimmung einfach missachten. Meine Damen und Herren, die Transformation ist auch nicht ökologisch. Aufrüstung und Krieg sind die schlimmsten ökologischen Verbrechen. Und das muss ein Ende haben. Welche Aktie wächst im DAX am schnellsten? Nein, es ist leider kein Unternehmen, das Solaranlagen oder Wärmepumpen für die ökologische Transformation herstellt. Es ist der Waffenkonzern Rheinmetall. Dieser Konzern wird seinen Umsatz bis 2027 fast verdoppeln. Der Gewinn wird sich auf das 2,5-fache steigern. So darf das nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Und leider haben wir auch keine wirkliche Transformation in eine ökologische Wirtschaft. Ich sage Ihnen, wer unsere Gesellschaft sozialer und ökologischer machen will, der muss seine Strategie grundsätzlich ändern. Weg vom Kriegsgetrommel hin zu mehr Nachdenklichkeit und Friedensbereitschaft. Wir brauchen nicht mehr Waffen, sondern wir brauchen fähige Diplomaten, die ihr Handwerk beherrschen. Die Waffen müssen endlich schweigen. Das wird Rheinmetall nicht gefallen, aber es wird den Menschen in der Ukraine, in Israel, in Gaza und überall auf der Welt, wo Krieg ist, helfen. Meine Damen und Herren von der Koalition, leider machen Sie es den Demokratiefeinden einfach zu leicht. Wir sagen Ihnen, wir wollen die Menschen wieder für eine soziale und ökologische Politik gewinnen. Ich bin zuversichtlich, das ist immer noch möglich. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Reinhard Huben für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich finde es immer sehr ärgerlich, wenn in solchen Debatten so viele falsche Informationen übermittelt werden. Also erstens fordert die AfD in ihrem Antrag, dass wir die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß senken. Haben wir doch gemacht. Verstehe ich nicht. Dann beziehen Sie sich auf einen Rückgang beim Verkauf von Wärmepumpen.
beschweren sich aber gleichzeitig über das GEG. Das, meine Herren, meine Damen und Herren, passt auch nicht zusammen. Und, liebe Frau König, das finde ich wirklich etwas ärgerlich, wir haben in dieser Koalition durch die Verschiebung des Einkommensteuertarifs die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes um etwa 15 Milliarden Euro entlastet. Dann stellen Sie bitte hier vorne nicht solche Behauptungen auf. Dann ist auf die Insolvenzzahlen hingewiesen worden. Fakt ist aber, im Jahr 2019, also vor Corona, waren die Insolvenzzahlen höher. Und wir wissen alle durch die Änderung im Rahmen der Corona-Gesetzgebung, dass wir eine Verschiebung einfach technisch bei den Gerichten haben, was Insolvenzen angeht. Also, das ist auch wieder eine falsche Fährte, die Sie setzen. Und wer im Wirtschaftsausschuss war, weiß, dass wir im Jahr 2023 mehr Neugründungen von Unternehmen hatten als Schließungen bzw. Abmeldungen. Auch das sollte mal gesagt werden. Ein Hinweis als Unternehmer. Ich freue mich sehr, dass Reinhold Wirth sich geäußert hat. Wir haben nicht 87.000 Mitarbeiter, leider nicht, aber er. Er hat sich eindeutig positioniert zur Politik der AfD. Und ich würde mich freuen, wenn wir in diesem Hause insgesamt diese Deutlichkeit gegenüber der AfD hätten, meine Damen und Herren. In kurzer Redezeit noch zwei, drei Bemerkungen zum Thema Euro. Herr Durz, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich unterschreibe das zu 100%, was Sie dort gesagt haben. Was haben wir zu tun in den nächsten Monaten? Wir brauchen eine Entlastung durch die zusätzliche Belastung des EU-Lieferkettengesetzes. Wir brauchen ein Kompensationsgesetz. Das können wir unter Umständen über das Entbürokratisierungspaket 4 noch erreichen. Wir brauchen ein Wachstumschancengesetz. Meine Damen und Herren, am Freitag haben Sie die Chance, es durchzuwinken. Und wir brauchen insgesamt eine Wirtschaftswende in Deutschland. Die FDP wird dafür arbeiten. Und erlauben Sie mir eine letzte Bemerkung. AfD, wenn ich das lese, was Sie geschrieben haben, heißt für mich AfD, Abschottung für Deutschland. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Robin Meser-Rosch für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die AfD hat einen Antrag geschrieben, und ich finde, den muss man gelesen haben. Das machen wir jetzt zusammen. Die ersten vier Seiten können wir uns sparen. Das ist völlig verkopftes Geschreibsel. Da schlägt die Professorenpartei durch. Wobei ich nichts gegen Professoren gesagt haben will, aber Sie haben ausgerechnet die wenigen gefunden, die den Klimawandel ignorieren. Das muss man ja auch erst mal schaffen. Sie haben also vier Seiten geschrieben und da ein Katastrophenszenario aufgebaut und an manchen Stellen auch richtige Punkte erwischt, wie dramatisch manche Situationen sind. Aber dann folgen einige wenige Dürrepunkte, was jetzt tatsächlich zu tun ist. Und das ist doch mindestens albern, wie dieses Verhältnis ist von Katastrophe zu Lösungsansätzen Ihrerseits. Und wenn man ins Detail geht, wird es noch schräger. Was mir aufgefallen ist unter diesen wenigen Punkten, der eine, da schreiben Sie technisch, aber Sie schreiben Freibeträge, Verschenkungs- und Erbschaftssteuer, die müssen jetzt steigen. Wenn man weiß, dass man in Deutschland bis zu 500.000 Euro, eine 500.000 Euro verschenken und vererben kann, je nach Situation, ohne einen Cent abgeben zu müssen, dann frage ich mich, ist das das Problem, was wir gerade haben, dass wir nicht mehr 500.000 verschenken dürfen, ohne an Staat abzugeben? Oder haben wir vielleicht andere Probleme? Die weiteren dürren Punkte, da steht irgendwas von CO2-Steuer, Stromsteuer. Das sind komplexe Themen, aber am Ende müssen wir den Fakt akzeptieren, CO2-Preis
Stromsteuer, das belastet vor allem die Leute, die viel CO2 verursachen, die viel Strom verbrauchen. Und das sind in der Tendenz Leute, die viel haben. Da muss man genau hinschauen. Und wir gucken zum Beispiel, dass energieintensive Unternehmen den Strom günstig bekommen, dass sie ihre wichtige Arbeit tun können. Aber so plump, wie Sie das formulieren, tun Sie für die, die wenig haben, gar nichts und geben denen, die viel haben, noch mehr. Und da frage ich mich, welches Problem löst das und verschärft das nicht vielmehr die Probleme, die wir haben? In Ihrem Antrag schreiben Sie vom Heizungsgesetz. Und da ist doch zu sagen, die Technik ist da, dass Leute in Deutschland günstiger heizen können. Indem Sie das Heizungsgesetz streichen, bekämpfen Sie aber nicht die Wärmepumpe, die Sie aus irgendwelchen Gründen als Feind erklärt haben, sondern Sie bekämpfen, dass Leute, die weniger Geld haben, sich moderne Technik leisten und dann eben von günstigen Heizkosten profitieren können. Das heißt, mit Ihrem Antrag greifen Sie nur die in Deutschland an, die normal viel oder schon wenig haben, und geben höchstens denen, die schon viel haben, noch mehr. In Ihrem Antrag stehen einige Punkte für Reiche, aber die Aldi-Kassiererin kommt gar nicht vor. Und wenn Sie sagen, ja, das ist ein Wirtschaftsantrag, dann sage ich, genau diese Leute sind die Wirtschaft, weil das die Leistungsträger sind, die unseren Wohlstand erwirtschaften. Und wir tun was für diese Leute. Wir haben dafür gesorgt, dass wer unter 2.000 Euro verdient, mehr behalten darf. Das Wohngeld steigt, das Rente steigt, das Kindergeld steigt, eben auch für die, die normale Einkommen haben, aber mehr brauchen. Wir haben Zehntausende, besser Hunderttausende Milliarden in Energiehilfen, Corona-Hilfen gesteckt, damit dieser Staat funktioniert. Und Sie haben nichts. Nichts im Angebot. Es gibt da keine Antwort für die Leute, die wenig haben. Und möchten Sie eine Zwischenfrage zu? Ich stelle Sie heute nicht in die rechte Ecke. Das muss ich gar nicht. Das tun Sie selbst. Ich will nur, dass in Deutschland jede Kassiererin, jeder Handwerker, jeder Lehrer, jeder, der in Deutschland sich schon mal die Frage stellen musste, kann ich mir das leisten, wissen muss, dass Sie, dass Ihre Politik gegen diese Leute arbeitet. Und wir arbeiten für Sie. Haben Sie vielen Dank. Das Wort erteile ich zu einer Kurzintervention. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich weiß ja nicht, auf welchem Planeten Sie leben. Ich lebe und die Menschen da draußen auf dem Planeten, dass man mit dem 1,3-fachen des Durchschnittsverdienstes bereits in Deutschland Spitzensteuer zahlt, was Sie eben so schön angedeutet haben. Eine Erbschaft, machen Sie mal eine Erbschaft in München, Stuttgart, Düsseldorf oder sowas, wenn Sie sich ein Haus erarbeitet haben und die Frau vielleicht, weil der Mann gestorben ist, dann dieses Haus erbt. Oder die berühmte Geschichte eines Miethauses, einer, der sogar sehr günstig an sozial Schwache vermietet hat, der gesagt hat, ich kann das nicht mehr tragen, ich muss das Haus dann verkaufen. Auf welchem Planeten leben Sie eigentlich? Wem wollen Sie eigentlich das Geld nehmen, damit jemand dann Subventionen bekommt, um sich eine Wärmepumpe in seinen Keller zu stellen? Was haben Sie eigentlich nicht mitgekriegt an der IFO-Studie? Da hat Herr Fuß Ihnen zugerufen beim Forum. Sie verhindern Arbeit, weil eine Familie, die 4.000 Euro brutto erzielt in München oder irgendeiner beliebigen deutschen Großstadt und die Mann oder der Mann oder die Frau entscheidet sich dafür, von halbe Tage auf ganze Tage umzusteigen, dann verdient dieser Mann oder diese Frau 32 Euro Cent die Stunde mehr. Bei Vollzeit heißt das bei 100 Arbeitsstunden 32 Euro mehr. Das ist das, was Sie sagen, wo Sie hier entsprechend die Mittelklasse oder die Arbeitnehmer vertreten wollen. Sie vertreten die Bürgergeldempfänger. Und wo hat mir einer, was ich hier gehört habe, erzählt, Kollegin, warum wollen alle Leute in die Schweiz? Die wollen dahin, weil sie sicher zur Arbeit gehen können, weil ihre Töchter sicher abends am Bahnhof sind. Machen Sie doch mal die Augen auf, meine Damen und Herren. Redezeit gegeben hat und bezieht sich nur zum Teil auf die Ausführungen des Kollegen. Möchten Sie reagieren? Bitte schön. Ich habe drei Fragen erkannt. Die erste Frage ist, auf welchem Planeten ich lebe. Das ist der Planet Erde. Und deswegen setze ich mich für Klimaschutz ein, damit er mir erhalten bleibt. Die zweite Frage ist nach dem Thema Erbschaftsrecht. Das ist ein komplexes Thema, mit dem Sie sich offensichtlich wenig befasst haben. Das Erbschaftsrecht kennt viele Ausnahmen, gerade wenn es darum geht, Häuser zu vererben, wenn man sie da selber nutzt. Da ist Ihre Darstellung falsch.
Und wer sehr viel erbt, der kann auch davon etwas abgeben, weil dann ist es die Aufgabe der Gemeinschaft zu sichern, dass sich in Deutschland nicht Reichtümer irgendwo konzentrieren und ein Machtgefälle verursachen, sondern dass wir alle in Deutschland sich gleich beteiligen können. Drittens, Sie haben irgendwas erzählt von wegen Arbeit und wie sich das lohnt. Meine Aussage ist, stimmen Sie mit uns, oder eigentlich ist mir egal, wie Sie abstimmen, weil Sie haben in diesem Haus nichts zu suchen. Aber wenn wir Mindestlöhne erhöhen, dann hat man hier zuzustimmen, wenn man irgendwie sagen will, dass man sich für arbeitende Leute einsetzt. Wenn wir die Regeln erleichtern wollen, dass wir flächendeckende Tarifverträge in Deutschland haben, dann hat man hier zuzustimmen, wenn man für sich in Anspruch nimmt, für die arbeitende Bevölkerung zu wirken. Und das tun Sie nicht. Sie haben mir zum Schluss vorgeworfen, ich würde mich für Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger einsetzen. Das trage ich mit Stolz. Ich setze mich für alle in Deutschland ein und auch Leute, die Bürgergeld empfangen. Da sind sehr viele fleißige Leute dabei, die sich um ihre Kinder kümmern, die Angehörige pflegen, die arbeiten, aber zu wenig verdienen, weil Leute ihres Gedankenschlags zu wenig dafür getan haben. Jetzt hat Robert Fahle das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die ökosozialistische Transformation ist eine CO2-gesteuerte Mangel- und Planwirtschaft mit den Folgen Deindustrialisierung und Mittelstandsvernichtung. Jede Woche kriegen wir neue Zahlen, wie es bergab geht mit unserer Wirtschaft. Und einzig und allein die Grünen in diesem Land erkennen immer noch nicht, wo die Reise hingeht, obwohl sie diese Reise so verursachen und man den Menschen jeden Tag deutlich machen muss in der Öffentlichkeit, wer dieses Land vor die Wand fährt, und zwar konsequent. Und das sind Sie, weil Sie eine permanente Realitätsverweigerung durchführen. Im Kern geht es darum, dass die fossilen Energien nicht mehr benutzt werden, dass man hinfährt zu den erneuerbaren Energien und dass man dort Milliardenprofite schafft für die Träger der erneuerbaren Energien. Sie wollen ihre Lobby bedienen. Die sollen steinreich werden. Das ist ein Prozess der völligen Umverteilung von unten nach oben, den die Grünen machen. Frei nach Robert Habeck. Das Geld ist ja nicht weg. Es hat nur jemand anders. Die vorgeschobene Begründung lautet, alles für den Kampf gegen den Klimakiller CO2, sonst werden wir bald alle sterben. Und jetzt aufgepasst. Der Betrug der Grünen geht in die nächste Runde. An die Stelle von Klimakiller CO2 und Killervirus Corona tritt nun das Feindbild Russenhass. Der neue Schlachtruf lautet, der Killer und der Diktator Putin wird uns in 5 Jahren überfallen und abschlachten. Und deshalb muss man alles in die Abrüstung investieren, in die Aufrüstung investieren. Sonst werden wir bald alle sterben. Das grüne Geschäftsmodell beruht immer auf demselben. Man muss Angst schüren, damit man den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen kann. Leute, wacht auf! Das ist ein grüner Betrug, ein linker Betrug, und zwar menschenverachtender Betrug auf eure Kosten. Geht den Betrüger nicht auf den Leim und sagt nein. Ihre Redezeit lasst ist euch weder ungewesen. Aufhetzen und Angst Herr Kollege einjagen. Fahle, Ihre Während Redezeit alle Lobbyisten der Rüstungsindustrie aus den Herr Parlamenten. Kollege. Vielen Dank. Ja, lassen Sie es nachmessen, Herr Fahle. Das war über die Zeit. Deutlich über die Zeit. Und nur deswegen habe ich Sie ermahnt. Sonst hätte ich ja gar keine Veranlassung dazu. Und jetzt hat für die SPD-Fraktion Dunja Kreiser das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben es wieder einmal zu Papier gebracht. Ihre Welt ist kalt und unsozial. In diesem Antrag spricht die AfD erst von sozialer Marktwirtschaft, dann von die Marktwirtschaft
dann sollen Begrenzung von Freibeträgen, Erbschaftsschenkungssteuer sehr reicher Menschen dazu führen, dass diese ihren Beitrag zum Gelingen unserer Gesellschaft nicht leisten müssen. Und eins wird hier ganz vergessen, eine ganz wichtige Säule unserer Wirtschaft, die Mitbestimmung. Meine Damen und Herren, diejenigen, die für die Wertschöpfung jeden Morgen zur Arbeit gehen und auch mal nachts in Schichtarbeit, die den Wohlstand unseres Landes erarbeitet haben, die sich, und es könnten noch mehr werden, in Gewerkschaften organisieren. Sie haben eine starke Stimme und sie nutzen sie. Und meine Damen und Herren, die Beschäftigten haben die Zeichen der Zeit erkannt. Sie gestalten die sozial-ökologische Transformation mit. Sie treiben sie voran. Und zwar nicht, weil sie dringend ihre Arbeit verlieren wollen. Nein, weil sie großes Interesse daran haben, unseren Wirtschaftsstandort zukunftsfähig zu machen. Und sie kämpfen dafür. Sehr geehrte Damen und Herren, eine sehr engagierte, tolle junge Frau ist beispielsweise Derja Naas von der Jugendvertretung von Volkswagen. Sie berichtet von Rassismus im Betrieb. Der wird geahndet, keine Frage, doch er ist da. Und Sie schüren ihn, Sie treiben ihn voran. Wir brauchen in diesem Land Arbeitskräfte, Fachkräfte, ja sogar auch aus dem Ausland, die zu uns kommen, dringend, händeringend. Und wir brauchen diese wichtige Arbeit, die Mitbestimmung in unseren Betrieben, die jungen Frauen, die nicht an den Herd gehören. Und an dieser Stelle erlauben Sie mir freundlichst die Genehmigung von Ihnen, Frau Präsidentin, Herrn Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, hat gesagt, eine politische Bewegung, die die Wende rückwärts zum Nationalismus beschwört, ist schädlich für dieses Land, für die Wirtschaft, für das Ansehen und den Erfolg Deutschlands im globalen Kontext. Meine Damen und Herren, wir brauchen grünen Stahl, zum Beispiel aus Salzgitter. Wir unterstützen unsere Automobilindustrie bei der E-Mobilität und arbeiten an der digitalen Transformation weiter. Der deutsche Mittelstand ist mitten im Umbau der Modernisierung und profitiert von dieser Transformation. Wenn hier jemand deindustrialisiert, dann wären es Sie. Sie schaden unserer Wirtschaft, Deutschland und Europa. Das sagt das Institut der deutschen Wirtschaft, der Verband der Automobilindustrie, Handelskammern, IHK und ich habe es schon zitiert, der BDI. Ganz erschreckend, am heutigen Tag des Rassismus zeigt, die Wirtschaft interessiert Sie nicht. Was Sie vorhaben, zeigt der AfD-Landesparteitag in Niedersachsen. Dieser soll in diesem Jahr in Unterlüß stattfinden. Dort befand sich eines der drei Außenlager des frühen KZ Bergen-Belsen. Das ist Ihnen nicht beschämend genug. Sie tagen zum 20. April. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19-729 an den in der Tagesordnung aufgeführten Ausschuss vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Und ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 30a bis e.